Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling aus Dorsten. Wir haben heute den 27. November 2019. Thema des heutigen Videos ist DNS-Server Internetfilter. Global Activation of Restricted Mode, Aktivierung des eingeschränkten Modus in YouTube. Wenn man in YouTube angemeldet ist, kann man auswählen, ob man die normale Ansicht hat oder den sogenannten eingeschränkten Modus. Dafür muss man eben angemeldet sein bei Google oder YouTube halt und geht dann auf die Entscheidung, eingeschränkten Modus aktivieren oder deaktivieren. Momentan ist er deaktiviert, also hier ist grau und ich sehe hier unten die Kommentarfunktion. Wenn ich den eingeschränkten Modus aktiviere, wird die Kommentarfunktion ausgeblendet. Es gibt Leute, die möchten, dass der eingeschränkte Modus immer aktiv ist. Also egal in welchem Browser, egal ob man angemeldet ist oder nicht, ob man eingestellt hat, ja oder nein, die möchten das immer eingeschränkt haben. Und dann gibt es Leute, die sind zwar bei Google oder YouTube angemeldet, haben den eingeschränkten Modus deaktiviert, aber sehen trotzdem nur den Hinweis, dass sie im eingeschränkten Modus sind und wissen nicht, warum. Und die Lösung für beide Probleme liegt eben im DNS-Server. Also darin, dass man einen Internetfilter eingeschaltet hat. Und das macht man, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber wie das jetzt im Einzelnen liegt, davon gibt es verschiedene Anleitungen. Ich mache jetzt nur mal eine. Dafür muss man zum Beispiel im Router selbst bei der Zugangsart einen bestimmten DNS-Server einstellen. Also die Standardeinstellung ist normalerweise vom Internetanbieter zugewiesene DNS-Server verwenden. Also hier steht DNS-V4, wenn man also nur das Protokoll, das Internetprotokoll Version 4 hat, IPv4, dann braucht man eben nur diesen einen DNS-Server, wenn man IPv6 auch unterstützt hat, dann muss man einen zusätzlichen Filter dann dementsprechend einstellen. Aber jetzt ist eben nur IPv4 und deswegen braucht man nur einen Filter für DNS-V4. So, wie gesagt, momentan war das die Standardeinstellung vom Internetanbieter zugewiesen. Jetzt habe ich hier einen anderen Server eingetragen, der gefiltert ist. Also man kann sofort bei Suchmaschinen suchen nach Internetfilter, nach DNS-Server und da findet man auch schnell, auch man kann dazu suchen, meinetwegen Filter DNS-Server oder DNS-Filter. Da findet man schnell Adressen, die man eben da eintragen kann. Also es gibt viele Institutionen, viele Firmen, die solche gefilterten DNS-Server eintragen. Es gibt auch besonders schnelle DNS-Server von Google auch selber. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Es geht darum, den eingeschränkten Modus global zu aktivieren oder deaktivieren. So, jetzt hier diese gefilterte Adresse, der gefilterte Server. So, der ist jetzt eingestellt. Und jetzt ist es völlig egal, in welchem Browser ich bin. Ja, also wenn ich jetzt hier die Seite aufrufen würde, im Firefox, ich bin also nicht angemeldet bei Google oder YouTube und trotzdem ist der eingeschränkte Modus aktiviert. Ich bin nicht angemeldet, ja. Und um den zu deaktivieren, müsste ich eben dasselbe machen. Ich müsste den Standard-DNS-Server wieder ändern. Wie gesagt, was man dafür Server einträgt, welche Serveradressen man einträgt, welche Möglichkeiten es gibt, diese Serveradressen zu ändern, darüber kann man sich informieren. Es geht nur darum, dass es zwei Probleme gibt, die eine selbe Ursache haben. Nämlich die einen haben immer den eingeschränkten Modus und wollen ihn nicht und die anderen wollen den eingeschränkten Modus immer haben und wollen nicht, dass man das immer speziell einstellen muss.
Und für beides liegt eben die Lösung darin, den DNS-Server global zu bestimmen.